Da, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Auswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Ritzeratze, hübsche Segel. Oh, da ist jemand. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, soll mich doch die Schlangen holen. Donner, Balken und Fliegenbiss. Haken und Schlafen. Wer sieht mich da? Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Ich hab den Dieb gesehen. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ich hab ihn sogar gehört. Aber warum kannst du den Grünhut sehen? Ich bin ein Zauberlehrling. Eiter raus. Dann kannst du uns bestimmt helfen. Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine, fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. So was aber. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Vielleicht erwischen wir ihn ja. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wenn ich frag, bin ich beim... Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft.
Paul. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Werkzeug. Ich auch. Und ich erst. Das bringt nichts. Da wird keine harte Hake gebraucht. Plakate kleben, auch nicht für den großen Zarok. Ein Stock bringt hier nichts. Ein Stock bringt hier nichts. Da muss man nichts abzapfen. Da muss man nichts abzapfen. Da wird keine harte Hake gebraucht. Hakebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich cool. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für... So viel liegt noch vor. Ich beneide dich darum. Doch, also, beeil dich, Jerry Hart. Ganze Welten warten darauf von dir. So viele Ich warte im Rathaus auf dich. Das war's. Mehr Informationen gibt's nicht. Wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab... Jetzt ist er schon wieder entwischt. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Tja, was wenn wir die Hake hier verwenden? Da wird keine harte Hake gebraucht. Hm? Oh, vielleicht das Zapfding. Da muss man nichts abzapfen. Da muss man... Das bringt nichts. Okay, ich glaube, das mit dem Brett passt schon. Allerdings brauchen wir auch noch ein Werkzeug, so ein Nägel oder sowas. Haben wir eben schon Nägel gefunden? Oder einen Hammer.
reingehen. Wow, was für das? Leider sind wir noch weit davon entfernt, fern. Ich hab den ein kleines Grün. Ich hab's ja. Da, ich hab ihn. Aber warum? Ich bin ein Zauberlehrling. Eider, dann? Ich schau mich. Danke. Seltsam. Und verschlossen. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Kirchenmachs. Ah, du bist der Junge mit dem Hut und dem Kleid. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn. So, was Leckeres, ne? Haben sie Action drin? Ja. Zum Tausendspielen. Actionfiguren machen. Haben sie Actionfiguren? Superhelden und so? Wie steht es mit einer authentischen Nachbildung vom unknackbaren Nussmann? Wie geht noch das Lied des Helden meiner Jugend? Sein Kopf eine Nuss, sein Bauch eine Nuss, der Rest ist auch eine Nuss. Okay. Unknackbarer Nussmann. Das klingt nach einem ganz einfachen Kastanienmännchen. Ja, aber sie ist noch in Mint-Condition. Der Wert verringert sich mit jeder Berührung. Sogar mit Luft. Aber ich will doch damit spielen, wenn ich es kaufe. Spielen? Nein, ich glaube, es steht sowieso nicht zum Verkauf. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier über... Dann gehe ich. Bald kannst du... Junior? Er ist schüchtern. Ja, ja. Ich glaube ganz, ganz fest. Hörst du? Es ist so schön, den einen... Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmau. Dinge, Sachen und Zeugs. Okay. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. So, ist ja noch nie wieder durch, wo sie kommen. Die riechen nach nasser Erde. So, na. Die riechen nach nasser Suppe. Du hast nicht zufällig. Ich warte. Oh, vielleicht hätte ich, wenn ich hier stehe und daran denke, dass da wird einem. Aber ich. Entschuldigung. Heute Abend steigt ein und ich habe... Entschuldigung. Zum Stopp. Liebes Mauswald, mein Nachbar hat sich über Lärm während der Schlafenszeit beschwert. Bitte
Haltet euren Geräuschpegel so hoch wie möglich. Er hat es verdient. Liebe Grüße an Nonni Maus. Hinauf zur Stadtmauer, rutschig im Winter. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt. Wir hatten hier... Nein, mussten sogar eben... Das klingt schrecklich. Also, wenn ich so ein... Meistens fliegen sie aus Nordwesten. Ich muss immer auch bei... Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Gerätangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Okay, offensichtlich können wir diese Erbsenprobleme nicht, aber wir müssen ein bisschen abwenden. Lolli zum Beispiel. Das wäre Lolli-Verschwendung. Meinst du? Das wäre mal zu wenig. Das wäre Lolli-Verschwendung. Das muss nicht mit harten Kuchen geworfen werden. Die behalte ich besser. Hagebutten sind cool, aber da wird keine harte Hake gebraucht. Da wird keine harte Hake gebraucht. Nehmen Sie mich ein Stück des Weges mit dem Boot mit? Aber gern. Nur müsste das Boot dazu erst mal hier sein. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem... Kein Problem, ich kümmere... Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen... Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern... Sie wollten das Floß einfach dem Kaltwasser machen. Ich würde ja selbst nachsehen gehen, aber... wie aus einem Piratenfilm. Arr! Ich bin Jerry Hasselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg! Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Gerätangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in der... Meistens fliegen... Ich muss immer die Augen... Auch bei Nacht. Okay. Hast du was nicht? Dann machen wir mal mit den zwei Typen da vorne. Ach wie. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen. Hier bleibt die Krähe. Tschüss.
Ja, vielleicht finden wir da irgendwas. Hier sind irgendwie kleiner als vorher. Oh, dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. Hier ist die kleine Hasenstatue gar nicht so klein. Hier gibt es auch eine Eulenmauer, wie bei mir zu Hause. Oder wie geht's dann zur Tour? Man muss die Eulenmauer nehmen. Dich kenne ich doch. Oder zumindest jemanden, der genauso faul ist wie du. Okay. Nochmal nachdenken. Vielleicht haben wir da hinten ja was vergessen. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchen-Abzeichen schon gemacht. Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli, solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Kann ich mit dieser Spinne nicht sprechen? Machst du Hagebutten? Ich will die Spinne nicht sauer. Und wenn das. Doch, da gibt's definitiv nichts. Ein bisschen ärgerlich, weil. Das wäre Lolli. Das muss nicht. Das bringt nichts. Wollte schon versucht, gell? Die ist antik. Die muss man gut behandeln. Jetzt. Tja, das heißt, die ist doch einmal nicht. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum.
Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei Sub, da haben die...